Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich berichte Ihnen jetzt über ein Vorkommnis, was dann doch relativ große Wellen, hohe Wellen geschlagen hat im gesamten Medienbereich. Wir haben eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, inwiefern und in welchem Umfang die Regierung, Bundesregierung, die einzelnen Ministerien Aufträge an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder auch der freien Medien oder der Deutschen Welle vergibt. Wir hatten diese Anfrage schon mal gestellt im November und da hat die Bundesregierung sehr zurückhaltend bis gar keine Informationen an uns gegeben, obwohl ja die Bundesregierung Anfragen beantworten muss. Und dann haben wir diese Anfrage noch mal gestellt und dann haben wir jetzt vor kurzem, Anfang März, diese Beantwortung der Anfrage bekommen. Und dann stellten wir fest, 116 Journalisten und Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch der Deutschen Welle werden durch die Bundesregierung für verschiedene Tätigkeiten wie Moderation oder Textbearbeitung oder Fortbildungsmaßnahmen engagiert und extra bezahlt. 116 Journalisten und Redakteure im Wert von ungefähr 800.000 Euro. Das ist ein Unding. In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung können Medien und Journalisten und Redakteure nicht in diesem Zusammenhang mit der Regierung zusammenarbeiten, ohne dass das veröffentlicht wird, ohne dass diese Information an die Leser oder an die Zuschauer gegeben wird. Und letztlich muss man feststellen, im Grunde ist das, was hier durch die Bundesregierung dargestellt worden ist, tatsächlich ein No-Go. Und das darf und kann nicht passieren. Wir haben deshalb diese Anfrage relativ weit publizistisch gestreut und wir haben einen riesen medialen Reflex gehabt, eine riesen Resonanz gehabt. Über 80 Publikationen zu diesem Thema ist in den öffentlich-rechtlichen, aber auch in den Mainstream-Medien veröffentlicht worden. Und wir haben immer noch den Eindruck, dass diese Beantwortung der Bundesregierung auf unsere Anfrage nicht hinreichend genug ist. Also werden wir eine dritte Anfrage an die Bundesregierung stellen. Wir werden diesen Sachverhalt noch weiter ausbauen und noch weiter bearbeiten. Nebenbei bemerkt, wir haben dann auch morgen, das ist am Donnerstag, eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie die anderen Parteien auf diese Aufdeckung dieser nicht legitimen Zusammenarbeit zwischen Regierung und Journalismus und Medien reagieren werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß an dieser weiteren Aufklärung dieses Sachverhalts. Dankeschön.